Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Wenn du schon mal hier bist, dann fragen wir natürlich immer die Frage mit deinem Vertrag. Wir haben sie heute kurz drin, dass aus deiner Sicht alle Details zu einer möglichen Vertragsverlängerung deinerseits geklärt sind. Was steht dann eigentlich noch im Wege seitens des Vereins? Ja, ich glaube, um da nicht so viel Raum zur Interpretation zu lassen, was ich gesagt habe, ist, dass das alles besprochen ist. Und wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder angedeutet, dass wir miteinander über Inhalte reden, aber auch über sportliche Inhalte, was die Perspektive, was die Zukunft betrifft. Und dann natürlich auch mit einer Idee, die ich dem Sportdirektor in erster Linie näher bringen muss, wie erfolgreicher Fußball aussehen kann. Und das habe ich ja gerade auch gesagt, das haben wir angerissen in der Hinrunde und auch in der Rückrunde und in vielen Heimspielen. Das gilt es halt auch zu kompensieren mit vielleicht einer Veränderung innerhalb dieser Mannschaft und durch neue Spieler und vielleicht auch durch einen anderen Geist in der Mannschaft. Das ist etwas, wo ich gesagt habe, das sind alles Details, die besprochen sind, die für mich jetzt abgeschlossen sind. Aber es sollte weniger sein, dass ich da in irgendeiner Form einen Druck aufbaue oder den Ball zurückspielen möchte, sondern einfach nur in der Klarheit, ich habe mich committed, ich möchte gerne Trainer beim VfL Osnabrück sein. Für mich ist das so besprochen und das in den Details. Aber weniger, dass ich jetzt eine Forderung stelle damit. Aber die Vertragsinhalte, die sind aber auch aus deiner Sicht so weit geklärt, dass du morgen unterschreiben könntest. Ja, das kann ich ja nicht alleine beeinflussen. Viele Dinge, die Benjamin Schmedes mit mir besprochen hat, müssen ja dann auch in sämtliche Gremien getragen werden. Und da muss ja dann auch eine Entscheidung getroffen werden in einem Zeitraum, der vielleicht nicht so klar definiert ist, dass man sagen kann, morgen ist es soweit, sondern da gibt es sicherlich dann nochmal die eine oder andere Rückfrage. Und dann wird der Moment der Entscheidung kommen und dann entschieden werden, ob ich der richtige Trainer dann bin oder ob man was verändern möchte, was ja auch völlig legitim ist in den Überlegungen. Es kann ja auch durchaus sein, dass wir haben es jetzt April, dass du durchaus auch Anfragen hast von anderer Seite, oder? Ja, das kann durchaus sein und das sind Dinge, die ich natürlich auch für mich bewerte und dann auch bespreche, aber ich habe ein sehr, sehr offenes Verhältnis zu Benjamin Schmedes. Wir sind uns da klar in der Idee und auch so, dass wir solche Dinge dann vielleicht auch miteinander teilen, wenn andere Ideen da sein sollten. Du hast gerade das Konzept vorgestellt, wie du dir die weitere Arbeit hier vorstellen kannst. Das schließt dann auch den Co-Trainer Merlin Polzin mit ein für dich, ne, im Paket. Ja, zweifelsohne. Also ist ja immer so, dass der zweite Mann eher im Hintergrund arbeitet. Aber vieles von dem, was wir aufgesetzt haben, ist auch seine Idee und trägt er mit. Und gerade was diese Variabilität betrifft, was die Idee des Spiels gegen den Ball, mit dem Ball betrifft, tauschen wir uns sehr viel aus. Und das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, von der ich profitiere, von der er noch lernen kann mit den Erfahrungswerten, die ich vielleicht auch als Profi gesammelt habe. Da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und das ist natürlich mein Wunsch, auch in Zukunft mit Merlin weiterzuarbeiten. Und wenn wir dann schon beim Trainerteam sind, natürlich auch als weiterer Baustein Rolf Meier, als die graue Eminenz in Anführungszeichen. Ich meine, letztendlich geht es ja darum, dass jeder Trainer seine Idee hat, seines Teams, aber darüber hinaus ja der Verein entscheiden muss, wer der richtige Trainer auch für die jeweilige Aufgabe ist. Und in diesem Funktionsteam, in dem ich arbeite, macht es sehr, sehr viel Spaß. Rolf Meier eingebunden mit sehr viel Fachkompetenz, mit sehr viel Erfahrung, was sehr, sehr gut tut, was vielleicht auch noch so eine gewisse Seniorität mit reinbringt. Wir haben einen jungen Athletiktrainer, der sehr viel Qualität mit einbringt. Zudem das Funktionsteam mit Günter Schröder, der viele Jahre dabei ist, der vielleicht auch dann ein Ohr hat für die Jungs neben dem Platz. Und mit einem jungen Partner, mit dem Lennart Bartling. Also das Funktionsteam, was da ist, ist voll auch funktionsfähig und funktionstüchtig. Und wenn ich der Trainer bin, dann würde ich natürlich auch gerne in dieser Konstellation weiterarbeiten. Aber Entscheidung treffe ich ja da nicht ausschließlich, sondern obliegt ja dann auch dem Sportdirektor. Gibt es noch weitere Fragen? Kannst du das jetzt nochmal für Außenstehende erklären? Habe ich das jetzt richtig entnommen, dass es ein Vertragswerk gibt, wo du deine Vorstellungen halt eingebunden hast und das liegt jetzt schon beim Gremium oder wo auch immer bei den Entscheidern bereit und muss abgesegnet werden? Ja, was ich nochmal vielleicht etwas transparenter dann. Wir haben Gespräche geführt, was ja angedeutet war fürs Frühjahr, ein Austausch, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Und da gibt es natürlich auch in einem Vertrag Rahmenbedingungen, die besprochen werden müssen. Aber das sind Dinge, die halten wir auch intern und die werden auch intern so von Benjamin Schmedes weiter bearbeitet und behandelt.
noch einmal kurz anschließen. Also ist denn deine Erwartung, sag mal, willst du natürlich deutlich vor dem 30.06. da Klarheit haben, nicht? Oder wie ist da so, intern Fahrplan wird man ja auch abgestimmt haben, nach dem letzten Spiel in Unterhaching, dass man dann sagt, jetzt entscheiden wir und gehen an die Öffentlichkeit, oder bis wann setzt du dir persönlich eine Frist, wo dann auch da ein Haken dran gesetzt werden sollte? Ja, vielleicht Fristen generell liegt ja nicht an mir, die kann ich nicht einfach so für mich einfach heraushauen. Also auch da nochmal, ich bin mit Benjamin Schmedes in Gesprächen, das sind Dinge, die vielleicht auch intern behandelt werden sollten und dann extern kommuniziert, wie er sagte, sofern Tinte dann unter einem Vertrag steht. Und dann, solange halten wir es dann noch sehr offen.